Aufgrund des Unwetters am Sonntagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einigen Einsätzen ausgerückt. Auf der Tank- und Rastanlage Denkendorf stürzten gegen 14 Uhr ein LKW Renault sowie ein LKW Fiat auf die Seite und diverse Bäume wurden entwurzelt. Hierbei wurde eine 27-Jährige und ein 33-Jähriger, welche sich in den LKWs aufgehalten haben, verletzt. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang nichts gesagt werden. Weiter wurden aufgrund der Sturmböen drei weitere Fahrzeuge, zwei Mercedes-Benz und ein Renault, seitlich zusammengeschoben. Mehrere Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Teile beschädigt. Diverse Verkehrszeichen wurden aus den Verankerungen gerissen und blockierten die Fahrbahn der Rastanlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Frank Obergöker, Einsatzleiter der Feuerwehr Denkendorf, schilderte uns den Einsatz. Wir wurden alarmiert auf die Tank- und Rastanlage Denkendorf. Mehrere umgestürzte LKW, mehrere verletzte Personen. So wurden wir alarmiert, sind dann mit einem Löschzug mit drei Fahrzeugen ausgerückt, haben hier zwei umgestürzte Klein-LKWs angetroffen und nur drei leicht verletzte Personen, die aber alle sich außerhalb des Fahrzeugs befunden haben. So mussten wir hier nicht mehr eingreifen und tätig werden. Wir kontrollierten die Fahrzeuge und stellten fest, ob Betriebsstoffe auslaufen. Auch das war nicht der Fall. Insofern war für uns der Einsatz im Prinzip dann auch wieder rasch erledigt. Wir warten jetzt hier eigentlich nur noch auf den Abschlepper und in Abstimmung mit der Polizei, um die Einsatzstelle entsprechend übergeben zu können. Ja, im ersten Moment waren wir schon erschrocken und war ganz unklar, weil diesen Wind haben wir im Ort selber eigentlich nicht gespürt, dass hier so ein Wind irgendwie durchgefegt sein muss. Und da waren wir schon ein bisschen aufgeregt, wo wir gehört haben, mehrere umgestürzte LKW und mehrere verletzte Personen. Das war schon eine Herausforderung, die sich auf der Anfahrt, da gehen mal viele Gedanken durch den Kopf. Und man ist dann froh, dass es sich dann doch relativ harmlos herausstellt. Die Feuerwehr Denkendorf war mit mehreren Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften im Einsatz. Die beiden umgestürzten LKW mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgerichtet und abgeschleppt werden.